Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir für heute was überlegt. Wir haben jetzt das Wochenende und meine Idee wäre es jetzt einfach gewesen, in der Superliga, in der Hyperliga und in der Meisterliga zu zocken. Und zwar habe ich mir vorgenommen, in jeder Liga Fee, Gestein und Pflanze zu spielen. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Konstellation, haben in der Superliga einen Feen, ein Gestein und ein Pflanzen-Pokémon, dasselbe in der Hyperliga und das auch in der Meisterliga. So würde ich jetzt gerne in der Superliga starten. Das wiederum bedeutet, für die schlauen Füchse hier unter euch, ja, drei Sets heute. Gewöhnt euch absolut nicht dran. Aber ich fand die Videoidee hier halt mega cool wegen diesen drei Ligen, die am Start sind, weshalb ich das gerne auch ausprobieren wollte. Das hier ist nicht optimal. Ich habe auch tatsächlich leider keinen Eissiegen dabei. Ne? Das ist natürlich echt fern ab von der Realität, in der ich mich jetzt hier gerade befinden möchte. Boah, Eisstrahl wäre schon ziemlich Schmackofatz. Ne? Ich müsste eigentlich mal versuchen, so einen Energieball abzufangen. Das gestaltet sich halt jedes Mal schwierig, denn man darf nicht überlegen, was er für einen Move hat oder was ich für einen Move habe. Und jetzt kommt gleich einfach dieser fette Akrobat doch nicht. Oh, ja, okay. Hier kommt keine Akrobatik, weil dieser Bruder reinkommt. Das ist aber tatsächlich ganz gut, denn mein Boltoros will da absolut nicht gegen kämpfen. Ich habe mit Boltoros zwei Typen, die schwach gegen eine Bodenattacke sind. Und der Bruder hier, der hat jetzt erst einen Steinhagel, der jetzt nicht mehr so viel schmerzt, weil er wurde ja schwächer gemacht. Und zweitens hat er halt auch diesen Schlagbohrer. Und wer aufgepasst hat, der weiß, dass Boltoros da keine Lust drauf hat. Von daher, hey, muss nicht sein, aber hier, why not? Bleiben wir jetzt einfach mal drin. Ich bekomme den Wechsel leider nicht, der mir eigentlich sehr wichtig wäre. So, ich versuche es. Ich versuche es. Ich muss dieses Ding jetzt eigentlich nur runterfahren können, ohne dass der noch eine Attacke schafft. Eins, zwei, drei. Nein, ich habe erstens ein Schild vergeudet, zweitens Energie vergeudet, drittens bin ich einfach nur dämlich. Oh, ich habe gehofft, dass er keinen Move mehr schafft. Ich habe es sowas von gehofft. Und jetzt gleich drückt er mir direkt den Energieball, weshalb ich gerne rausgehen würde. Und dann entscheidet sich auch meine Frau. Ja, der Wechsel wäre zu wichtig geworden, ne? Ich gehe auf Top Left, ne? Hey, ihr habt mitbekommen, wir machen drei Sets. Ich muss das jetzt hier nicht irgendwie in die Länge ziehen, ne? Davon habt ihr nichts, ich nicht. Und ja, keiner hat davon was. Es ist abzusehen, dass ich verkacke. Er hat noch ein Schild. Ich kann mit Bolte hier absolut nichts machen, ne? Ich weiß nicht, warum ich Bolte gesagt habe, weil eigentlich nennt man das Ding so spitznamenmäßig einfach Bolle. Steinfresse geht auch klar. Und ich weiß nicht wieso, aber Bolteros Steinfresse erinnert mich immer noch an den alten Sack von Family Guy. Und ich kann euch absolut nicht erklären, warum. Irgendwie finde ich, das Gesicht sieht ähnlich aus. Und ich hoffe, irgendeiner von euch sieht das genauso. Das ist jetzt hier eigentlich ganz cool, dieses Matchup. Ich möchte euch aber trotzdem gerne mal vorführen, wie sehr so eine Steinkante schmerzt. Zieht ihr das mal rein? Das ist absurd. Oh, schön abgefangen. Schön abgefangen. Das ist eigentlich ganz cool für dich. Ich muss aber trotzdem rüber. Denn man darf halt nicht vergessen, er hat auch einen Eisstrahl, ne? Und da habe ich tatsächlich keinen Bock drauf. Bitte köder nicht. Ich würde jetzt Tropius nochmal die Möglichkeit geben, jemanden runterzufarmen. Oder auch nicht. Oder? Komm, wir versuchen's. Bitte bestraf mich halt nochmal. Gönn es mir, weil dann bin ich schon wieder am Arsch, weil Macho zerstört mich. Gönn es mir, komm. Okay, das ist gut. Das ist tatsächlich ganz geil, weil dann farme ich dich jetzt einfach. Kommt Macho zurück? Nein. Kann ich verstehen. Ist auch absolut kein Matchup, in dem man sich befinden möchte. Problematisch ist nur, dass dieses Team jetzt hier leider absolut keinen Stich mehr sieht. Ah, ich kann nicht raus. Das wird nicht gut. Das wird leider alles andere als gut.
Boah, das wird nervig. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn am besten? Macho hat die fettesten Möglichkeiten, meinen Bolle zu zerstören. Es wird mich einfach niedermähen. Zwei Schilde Bolle und er glaubt, zwei Schilde Macho und er glaubt auch, die Welt gehört ihm. Aber, was soll man sagen? Man könnte auch fast meinen, ja, ist so, weil ich muss jetzt hier mit rein. Damit ich jetzt hier rausgehen kann und zusehen darf, wie er mich dann trotzdem besiegt. Ich glaube nicht, dass das Steinkante ist. Beziehungsweise ich muss pokern, weil es wäre jetzt grausam, eine zu schilden. Perfekt. Danke, dass du köderst. Das gefällt mir. Ich weiß, dass du von nun an nichts anderes mehr einsetzen wirst. Du wirst einfach nur noch dein Kreuzhieb nutzen. Was mir eigentlich, ich weiß nicht, ob es mir recht ist, ne? Denn wie gesagt, ich bin absolut im Hintern gekniffen. Weil er hat drüben Erdbeben, das zerstört mich. Er hat hier eine Kampfattacke, die zerstört mich. Ich bin nicht dazu in der Lage, das hier gut auszuspielen. Werdet ihr sehen, ich muss das jetzt schilden. Wenn ich Pech habe, kommt mir sogar noch eine Attacke entgegen. Wenn ich Glück habe, geht er drauf, aber dann besiegt mich halt das Erdbeben. Was nicht cool ist. Ich habe auch nicht die Möglichkeit zu farmen, dann gucke ich das an. Ich mache leider absolut kein Damage und bin nicht in der Lage, Druck auszuüben, um den Gegner zu besiegen. Das heißt, bisher zweimal verloren mit einer eigentlich coolen Videoidee, wie ich finde. Aber vielleicht habe ich mir da auch was Doofes ausgesucht. Ich habe mir das eigentlich nur ausgesucht, damit ich Zarude in der Meisterliga zocken kann. Von daher ist es mittlerweile auch gut XL gepusht. Ne? Ich renne damit schon eine ganze Zeit lang rum. Und das kriegt jedes Bonbon von mir, jedes XL-Bonbon, alles, was ich da habe. Mittlerweile hat das Ding gut zugenommen. Ne? Ich bin es ordentlich am Mästen. Von daher, das ist auch nicht das geilste Matchup. Es ist immer davon abhängig, wer hier die Gleichstände gewinnt. Ich setze noch nicht ein, weil ich dir noch nicht zeigen möchte, dass du die potenziell gewinnen würdest. Problematisch ist halt nur die andere Seite der Medaille. Ich weiß ja ebenfalls nicht, ob ich die gewinne. Es ist halt nicht das Geilste. Ah, da kam doch eine Attacke. Ich hab, glaube ich, jetzt hier was vergeigt, ne? Ich glaube, ich habe jetzt hier einen kleinen Tacken Energie hergegeben. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine aber schon. Weil jetzt, oder doch Gleichstand? Ich gewinne den. Das ist gut. Ich hoffe, dass das jetzt hier kein Zufall war. Wir haben identische EWP. Heißt nicht, dass wir auch denselben Angriffswert oder dieselben Werte haben. Aber maybe. Maybe gewinne ich jeden Gleichstand. Wäre natürlich wünschenswert für mich. Ich kann und will nicht raus. Weil ich habe zwei Pokémon hinten, die jetzt echt nicht. Oh, du fängst gut ab. Ich habe auch nichts dagegen. Ich bin komplett aufgeschmissen, ne? Oh mein Gott, dieses Team geht hier einfach unter. Oh Jesus. Eigentlich können wir das schon aufgeben, ne? Ich muss hier nur reinkommen, weil Bolle hinten die fetteste Schwäche gegen Kampf schon wieder hat. Ei, Karamba. Ey, ich weiß nicht, was das werden soll. Ich muss eigentlich hoffen, dass die Sets in der Hyperliga besser werden. Das ist das, worauf ich hoffen muss, ehrlich gesagt. Komm, aber es ist schon angenehm, wenn man nicht straight up abgeschwächt wird. Das kann man schon echt hinnehmen. Hast du vielleicht auch ein Flug-Pokémon, welches vielleicht nicht stark ist? Oder irgendwas anderes, was ich besiegen kann? So, du musst ja nicht unbedingt gewinnen, du musst ja nicht gewinnen gegen mich. Ist ja jetzt absolut nicht erforderlich, dass du mich besiegst. Wenn ich jetzt schilde, ne? Schwächst du mich ab? Gehst du einfach raus, du schwächst mich erstens ab. Das wiederum bedeutet, ich mache weniger Schaden. Und ich glaube sogar, dass du jetzt in der Lage sein könntest, das hier einfach nochmal durchzulassen. Perfekt, weil ich baue dann auch nicht genug Druck aus. Druck auf. Aber jetzt, bam, da kommt mein Move. Hey, wäre vielleicht cooler gewesen, wenn diese Abschwächung nicht reingekommen wäre. Ja, wäre es. Aber es ist halt nicht beeinflussbar. Das heißt, da kommt der Schild. Dann würde ich dich jetzt gleich gerne versuchen. Farme ich dich mit Asu oder hole ich mir mit Bolle Energie? Asu schafft keine. Schafft Asu so noch einen Move gegen anderes Asu?
Wahrscheinlich nicht, aber ich habe schon mal ein bisschen Energie, was eigentlich ganz gut ist. Zu Bieres. Und? Was ist jetzt die Sache? Was tun wir? Du wirst ja wohl schilden, richtig? Ich gehe stark davon aus. Das heißt, ich komme jetzt hier mit Bolle rein. Verursache Schaden. Du kommst raus. Das ist ein Move. Ich werde das jetzt schilden, in der Hoffnung, dass es die Hydropumpe ist. Perfekt. Jetzt farme ich dich komplett und hab dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 eine Energie bzw. eine Attacke hiergegen, was natürlich sich wieder gut ausübt. Das wiederum bedeutet, hey, ihr dürft die Kämpfe nicht aufgeben. Es sah mit Registil absolut nicht danach aus, als würde man hier noch irgendwas reißen können. Aber wir haben uns hier, glaube ich, schick aus der Sache rausspielen können, was natürlich mega geil ist. Ich hatte schon die Sorge, dass man hier jeden Kampf verliert, aber guckt euch das an. Wenn die Server jetzt nicht noch ganz, ganz wilde Sachen machen, eher als 6 Ladeattacken gefühlt hintereinander schafft, dann würde ich jetzt gerne einfach die Attacke einsetzen und den Kampf gewinnen. War da oben sogar die Uhr zu sehen? Ich glaube nämlich ja. Egal. Zwei verloren, ein gewonnen. Es geht voran. Es geht voran. Zwar langsam, aber egal. Er war halt defensiv, ne? Tropius, Bolle, Asu, Registil. Krass. Das ist auch krass, ne? Dass man gegen dieses Team hier verliert. Ich bin so heftig defensiv aufgestellt, ne? Das wird dann in den anderen Ligen, je nachdem, was ich spiele. Nee, das wird nicht so ausgehen. Das wird nicht so defensivlastig sein, absolut nicht. Es ist, glaube ich, eine ganz wilde Idee. Es wird aber auch, glaube ich, ein ganz, ganz langes Video. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch das... nicht gut. Gar nicht gut. Ich mag dich bei zwei Pokémon nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einfach rausgehe, in der Hoffnung, hier Wegbereiter abzufangen. Das wäre jetzt meine einzige Chance. Das Video wird extrem lang gehen. Ich hoffe, es... Oh, schade. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und ich würde mich freuen, wenn es irgendjemanden von euch gibt, der sich das komplett reinzieht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil so ein extrem langes Video, demjenigen muss schon monstermäßig langweilig sein, damit er sich so viel und so lange mein Gelaber reinzieht. Kann es mir kaum vorstellen, weil das frisst halt Zeit, ne? Ich weiß nicht, wie lange es gehen wird. Boah, wird das ein Stundenvideo? Nee, ne? Das will ich euch gar nicht antun. Oh Mann, okay. Mittlerweile bin ich mitten im Set und denke mir, ey, das wird sich doch keiner reinziehen können. Kann sich doch keiner so lange mein Gelaber antun. Ich bräuchte den Wechsel. Ich bin aber nicht in der Lage, den zu bekommen. Diese doppelten Abschwächungen, die zerstören mich hier halt leider, ne? Dadurch mache ich viel zu wenig Schaden. Und ich brauche... Ja, doch. Ja, ich brauche die extra Energie. Ich muss mehr farmen, als ich gerade zur Ladeattacke benötige. Einfach nur, damit ich gleich bei Ariados was machen kann. Ich werde dich aber nicht runterfahren können, ohne jetzt nochmal zwei Knuddler oder so zu fressen. Einmal den und einen anderen. Oder wie viel Schaden macht das denn? Ich krieg dich auf keinsten gefarmt, ohne was zu riskieren. Aber wir haben ja gesehen, ich gewinne Gleichstände. Von daher würde ich das einfach nochmal so timen. Wenn du jetzt einen Asu hattest, vorne das, ist dein letztes Pokémon zufällig mit Bolle besiegbar? Ich bezweifle es, richtig? Bleibt man jetzt hier drin? Oder was macht man? Das wird doch jetzt ein Wegbereiter sein, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er hier gegen die Fee reinködert. Perfekt. Das bedeutet, er macht sich jetzt mehr Angriff. Und ich drücke jetzt auf einen Move, der resistiert wird, weil ich habe halt keinen Eisstrahl. Aber das weiß er ja nicht, oder? So, Schild kommt, ich gehe raus. Denn ich will ja auch nicht runtergefarmt werden. Alles klar, moin Meister. Da mache ich nichts mehr. Was soll ich da tun? Krass. Schönes Team deinerseits. Erstes Set wird leider negativ. Es liegt nicht mehr in meiner Macht, das anders zu regeln. Leider
war das dann so ein sogenannter Schuss in den Ofen. Was natürlich nicht optimal ist, aber egal. Kann ich nichts dran ändern. Ich würde tatsächlich es begrüßen, jetzt hier nochmal einen Kampf zu gewinnen. Das wäre natürlich allein für die Moral und für die weitere Motivation jetzt hier mega wichtig, denn wir wollen ja auch zwischendurch nochmal was gewinnen. Das ist gut, denn wir haben festgestellt, das Ding mag ich bei den anderen Fights nicht unbedingt. Von daher mal schauen. Ja, auch es darf ruhig hängen. Ist jetzt hier nicht so, als würde uns das irgendwie stören. Nein, nein, nein. Das gehört doch dazu. Ist halt ein Feature, ne? Der Spielbug ist halt ein Feature. Das macht nicht so viel Schaden, mein Freund. Das ist gut. Problematisch ist, dass du erstens Gleichstände gewinnst, zweitens viel, 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 viel spammiger bist als ich. Was natürlich auch richtig räudig ist, aber ich muss es hinnehmen. Und da die Hydro-Pumpe nicht in der Lage ist, dich danach wegzuzwirbeln mit ein paar Sofortattacken, muss ich leider hier das einsetzen. Eins, zwei, drei. Eisstrahl wäre doch ganz geil, aber ich verliere hier den Gleichstand. Und ich hoffe jetzt einfach mal. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich in der Lage bin, das zu überleben. Bitte, Asu. Bitte, bitte. Ja, perfekt. Okay. Jetzt muss ich mich gleich tatsächlich runterfarmen lassen, weil ich will den Wechsel nicht hergeben. Nicht gut. Gar nicht gut. Eins, zwei, drei. Er hat leider krass viel Energie. Also nicht cool. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass er nur diesen einen Move schafft. Weil ich würde einen jetzt einfach mal fressen und danach müsste ich gucken. Ich möchte nicht nochmal eine Attacke. Ja, perfekt. Okay, was hast du mit? Irgendwas Nerviges? Ja, geht aber, wenn ich dein letztes Pokémon besiegen kann. Das sieht schwer aus, weil du tust mir richtig weh. Das Gute aber an der ganzen Situation ist halt, dass ich noch diese zwei Schilder habe. Ich finde es mega wichtig, dass ich gerade keinen genutzt habe, denn ich muss das hier jetzt einfach so ausspielen. Und ich setze jetzt hier auch dementsprechend mal ein. Hätte ich, glaube ich, nicht machen dürfen, denn ich habe hier eine Attacke hergegeben. Ist das richtig? Ich habe jetzt hier leider was hergegeben, was nicht gut war. Ich muss wahrscheinlich gleich eine Attacke durchlassen, eine fressen und hoffen, eine Steinkante zu erreichen. Entweder gegen Fiaro direkt. Oh, bitte, kann ich das überleben? Kann ich das aus irgendeinem Grund noch überleben? Wäre das jetzt gerade die Sofortattacke gewesen, die ich überlebe das. Ich kann dich farmen. Guck mal, jetzt setze ich hier einfach ein, besiege dich straight up mit einer Attacke, weil da machst du halt nichts gegen. Und dann gehe ich rüber, habe jetzt hier den Bruder, kann hier einsetzen, wollte auf die Ladeattacke, hat aber nicht funktioniert, weil ich direkt eine Sofortattacke eingesetzt habe. Und auch jetzt haben wir nochmal einen Kampf gewinnen können, was natürlich okay ist. Wir haben zwei gewonnen, drei verloren. Ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber auch nicht tragisch. Gerade bei so einem Team. Wir sind defensiv, aber heißt nicht, dass wir alles gewinnen. Aber es geht gleich dann auch ganz entspannt mit der Hyperliga weiter. Also bleibt einfach dran. Ja? Ihr habt jetzt nochmal genug Zeit zum Liken, Abonnieren, Kommentieren und hier, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe einfach nur, dass das Ganze jetzt hier in der Hyperliga mit diesem Team maybe ein bisschen besser machbar ist. Ich weiß es nicht. Hyperliga habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Von daher bin ich mir da auch gar nicht so sicher, ob ich hier überhaupt die Möglichkeit habe, was zu reißen. Das habe ich befürchtet, ne? Das habe ich befürchtet. Das ist nicht cool. Absolut nicht. Das ist das letzte Ding, das ich hier sehen will. Oh, ist das doof. Egal. Ich muss tatsächlich hier so viel mit Sternschauer reinzimmern, wie es geht, ne? Habe jetzt keine andere Möglichkeit. Das ist nicht cool. Absolut nicht. Ja, häng doch noch ein bisschen. Gönn mir. Gönn mir, gönn dir. Ich wollte nicht die Ladeattacke machen. Ich wollte nicht zwei Sofortattacken plus Ladeattacke einsetzen. Wie kommt man denn auf die Idee? Ach so, ich habe den Gleichstand verloren. Ist ja noch schöner. Das war zu 100% mein Plan. Ihr wisst das. Ihr wisst Bescheid, dass ich genau sowas mache. Ah, ist das doof. Eins, zwei und bam.
Ja, das ist okay. Kann man machen. Wenn man überlegt, dass ich ein Feen-Pokémon bin, dass ich trotzdem so viel Schaden theoretisch zugefügt hätte. Guck mal, da wäre jetzt eine Attacke noch, die ich gebraucht hätte. Aber egal, du hast jetzt hier trotzdem nur Attacken, die ich resistiere, ne? Wie viel macht das denn jetzt? Ist das jetzt nochmal die Nitro-Ladung? Höchstwahrscheinlich. Die macht kaum Schaden. Das heißt, eins. Ich würde jetzt tatsächlich trotzdem ein Schild investieren. Zweimal gesteigerter Sturzflug würde mir zu viel Schaden verursachen. Okay, du machst es aber nicht. Egal, kriegst jetzt trotzdem die Steinkante. Und dann müssen wir mal weiter gucken, was du da noch hinten mit hast, womit du mich nerven wirst und was dein Plan ist. Kommt jetzt ein Impagato rein? Oh, eins, zwei, drei, vier. Ich verliere den Gleichstand. Ist natürlich nicht das Geilste. Ist natürlich nicht das Geilste, absolut nicht. Aber egal, da kommt der Move, den schilde ich. Die Frage ist, Brudi, wirst du das jetzt hier durchlassen? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil jeder weiß, sehr effektive Attacke, du lässt es durch. Stark. Eins, zwei, drei, vier. Du setzt nicht ein, finde ich doof. Oh, eins, zwei, drei, okay. Ich habe eine sehr effektive Ladeattacke gegen dich und ich habe eine neutrale Attacke gegen dich. Aber du spielst wahrscheinlich auch diesen Move hier und hast dann dementsprechend ebenfalls sehr effektives gegen mich, was nicht cool ist. Du hast auch noch ein Schild plus die Möglichkeit, den Gleichstand gegen mein Buddy drüben zu gewinnen, ne? Von daher sieht das hier leider ganz und gar nicht gut aus. Hey, Fee, Gestein, Pflanze. Will dann hier in dem Set leider auch nicht funktionieren, ne? Denn deine nächste Attacke besiegt mich. Und dann können wir auch einfach mal unseren Hut ziehen und dann diesen Kampf verlassen, weil GG, da mache ich nichts mehr. Okay, nicht das geilste Team, ne? Absolut nicht. War wahrscheinlich eine Schnapsidee. Aber als ich letztens in der Meisterliga gespielt habe, hatte ich halt ein Team mit fähige Steinpflanze und das hat ganz gut funktioniert und es hat Spaß gemacht. Das ist eine geile Führung. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die Frage ist, was du reinholst. Was wird deine Antwort sein? Okay. Kann man auf jeden Fall mal machen und würde mich nicht beschweren. Guck mal. Was wird das denn sein? Ist das ein Eisstrahl? Den werde ich ja hoffentlich überleben können, oder? Oder? Ja, das geht. Problematisch wird dann auf Dauer der Schaden einer Sofortattacke. Ja, das weiß ich. Ist mir bewusst. Kann jetzt gleich richtig nervig werden. Muss aber nicht. Wird's aber, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, jetzt kommen nur noch deine Dings-Attacken. Jetzt wirst du halt nur noch genau die Haubitze einsetzen. Okay. Eins, zwei, drei. Ich habe leider keine Möglichkeiten mehr, als auf die Flora-Statue zu gehen. Denn Aeroas würde dich nicht besiegen. Und es wäre dreist von mir, da zu ködern. Mittlerweile kann dich das vielleicht besiegen. Ich kann das aber auch einfach so machen. Wird dich das besiegen? Gehst du jetzt eh in Viridium? Du gehst doch jetzt eh in Viridium, ne? Nein, gehst du nicht. Okay, dann setze ich doch ein. Ich war am Überlegen und habe extra nochmal gewartet. Wenn du jetzt in Viridium gegangen wärst, hätte ich tatsächlich lieber das Aeroas eingesetzt. Eins, zwei. Du hast Nassschweif, was nicht cool ist. Eins, zwei, drei. Ich muss jetzt hier erstmal drin bleiben. Du gehst raus, was für mich okay ist. Denn ich habe ja drüben, wie wir gerade festgestellt haben, eine Steinkategorie. Da bin ich durchaus gewillt, die in ein Pion 3G zu drücken. Das hier kann noch leicht tricky werden, muss aber nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ich würde jetzt hier gerne einsetzen. Wenn ich die Attacken so time, kommt von dir gar nichts, was du mir entgegenwerfen kannst. Das sollte dich auch hoffentlich besiegen. Und dann musst du auf Matschbombe gehen. Oh, es hat. Okay, hattest du vielleicht dein Move ready und hast es übersehen? Du musst gleich auf Matschbombe, weil dein Nassschweif macht noch nicht genug. Ich gehe tatsächlich auf diese Attacke. Die macht zwar nicht so viel Damage, ich weiß aber auch nicht, ob er mich dazu
kommen lassen würde, die Mondgewalt einzusetzen. Und dann gehe ich lieber auf einen Sternschauer, der Schaden verursacht, als mit ganz viel Energie drauf zu gehen, ohne Schaden zu verursachen. Er hat mich jetzt besiegt, jetzt kriegt er die Step-Steinkante, gewinnt den Gleichstand, wird mir wahrscheinlich einen Nassschweif ins Gesicht zwirbeln. Knirscher. Ist okay für mich. Aber ich hoffe, dass die Step-Kante hier einfach gewinnt, ne? Die Step-Steinkante, die macht nicht genug Schaden. Finde ich nervig. Der Gegner kann aber auch aufgeben. Ja, schönes Ding. Weil er nicht mehr in der Lage ist, auf zum Wettkampf hier der Ladeattacken genug Schaden zu verursachen. Er wird nicht zwei Moves schaffen, bis ich bei Steinkante bin. Von daher geht das in Ordnung. Einen verloren, einen gewonnen. Und vielleicht komme ich da sogar nochmal positiv mit rum. Das wäre natürlich ganz geil. Ich war jetzt nur am Überlegen, lade ich dieses Video Samstag hoch oder lade ich es Sonntag hoch? Wie mache ich das am besten? Und ich glaube, beim nächsten Mal sind solche Videos, glaube ich, auf den Sonntag besser aufgehoben als auf den Samstag. Ne? Wenn man jetzt mal einfach mal so überlegt, ist, glaube ich, sonntags mehr Zeit. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass sich das einer komplett reinzieht. Das hier zerstört mich. Ich muss drinbleiben. Oh mein Gott, ich muss drinbleiben. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich habe ja theoretisch ganz weit hergeholt, die Möglichkeit Psychokinese zu spielen, was der einzige Move ist, der neutral Schaden zufügen würde. Was hast du? Meteorschlag? Heißt das Meteorschlag? Ja, ich glaube schon. Irgendeine Stahlattacke kann das Ding. Wird resistiert. Meine Feenattacke wird resistiert. Meine Normalattacke wird resistiert. Und eigentlich wird alles resistiert, was ich dir entgegenwerfen kann. Problematisch, mein Freund, wird dann gleich auch nochmal, dass du eigentlich bei jedem Pokémon meine Sofortattacke resistierst. Ich muss aber trotzdem hier rein, weil hier deiner auch resistiert wird. Das hier wird ein Wettrennen, was oder ein Wettlauf gegen die Zeiten. Du wirst jetzt so viele Attacken noch rauszimmern können, bis ich dich besiegt habe, was natürlich räudig ist. Das kann kein Spukball sein. Du kannst nicht Spukball und Spukball ready haben, von daher ist es Säuselstimme oder Knirscher im Höchstfall. So, das heißt 1, 2, oh perfekt, ich habe doch relativ viel Energie bekommen. Das heißt, wir machen das jetzt so, du hast zwei Attacken eingesetzt, ja? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Waren das jetzt zwei? Das heißt 3, 4, 5 und wir fangen erstmal deine Aquahubitze ab. Wird hier nur resistiert, gefällt mir tatsächlich und ich habe drüben noch eine Steinkante ready. Was kommt jetzt rein? Bleibst du drin? 1, 2, 3, 4. Okay, du setzt nicht direkt ein. Ich habe ja hier eine Attacke, die ist halt sehr effektiv gegen dich. Von daher müssen wir mal gucken. 1, 2, 3. Die Frage ist, wie viel Schaden macht das? Es ist sogar der Move, den ich hätte am liebsten schilden wollen. Oh mein Gott, Serpiroyal, wie geil bist du denn? Ich habe never ever damit gerechnet, hier nochmal die Attacke rauszukriegen. Das ist natürlich mega krass. Setz ein. Ich muss auf Steinkante gehen. Wird zwar resistiert, aber ich muss dich bewegen, weil du sonst auf besiegen, nicht bewegen. Du machst sonst so viel Damage. Aber hier, dich werde ich nicht los. Das können wir lassen. Ah, schade. Dich werde ich leider absolut nicht mehr los. Das ist natürlich mega, mega... Ah, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, jawohl. Ist jetzt hier der Bug, dass ich trotzdem in der Superliga bin? Den gab es mal. Wenn man den Cup gewechselt hat und dann wieder zurück in einen anderen wollte, war man trotzdem in dem ersten noch. Oh nein. Bitte nicht. Ich bin mir nicht sicher, was passiert. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Aber es ist dann trotzdem Fee, Gestein und Pflanze. Nein, wir sind in der Hyperliga. Das ist gut, weil ich bin... Fee ist effektiv gegen dich, mein Freund. Aha. Was kommt da jetzt? Du wechselst doch, oder? Okay. Kann man mitarbeiten.
Die Frage ist, ist das wieder ein Eisstrahl? Ich würde jetzt gerne den ersten schilden, weil Eisstrahl macht mir zu viel Schaden. Ach komm. Ernsthaft? Warum seid ihr denn so? Warum seid ihr denn so komische Köderfritzen hier? Das kann ich jetzt gerade gar nicht nachvollziehen. Würde ich jetzt hier den nächsten Aeoas schaffen? Bevor du einen Move hast? Nein, es ist ein Gleichstand. Nein, hier ist Patrick. Ist das die große Krabbe? Nein, hier ist der Gleichstand. Ach so. So ist das, Meister. Ja, Bombe. Finde ich natürlich mega gut, weil ich habe echt Bock, gegen Calamanero mit meinem Regirock zu kämpfen. Weil freut mich natürlich. Dann kann ich auch den Wechsel aufgeben, bevor ich mich hier runterfahren lasse. Ei, Karamba. Ja, ich kann es aber auch einfach mal lassen und meine Fettfinger irgendwo wegnehmen, weil dann würde nicht sowas passieren. Okay. Ja. Satz mit X, ne? Satz mit X, meine Freunde, das war wohl nix. Ey, dieses Video, diese Kämpfe, oh mein Gott, das ist absolut nix. Dreimal dieselben Typen, abgesehen von, wir lassen jetzt einfach mal diese anderen Typen, die Sekundärtypen mit raus, ja? Weil es soll ja einfach nur primär um Vieh, Gestein und Pflanze gehen. Aber wir hatten ja auch Bolteros und Tropius dabei. Von daher, aber dreimal dieselben Typen in einem Video. Ich fand die Idee cool, aber leider, meine Freunde, 1, 2, 3, ich wollte jetzt gerade auf Serpi, um das abzufangen. Hat nicht funktioniert. Okay, Regi gegen Regi. Wann muss ich versuchen, was abzufangen? Lohnt es sich? Er hat doch schon so viel Energie? Scheinbar, mein Freund. Scheinbar. 1, 2. Ich kann das eh nicht mehr zählen, weil ich zu dumm bin. Ach ja, was soll ich jetzt machen? Calamanero drückt mir einen Kraftkoloss und ich bin weg. Wie viel Energie dieses Impergator hat, weiß ich auch nicht. Von daher bin ich sozusagen nicht in der besten Position. Wird das denn jetzt hier straight up komplett einfach direkt aus dem Nix dieser Kraftkoloss sein? Und dann der Wechsel nach draußen? Ja, natürlich. Okay. Das bedeutet, dich kann ich jetzt erstmal besiegen. Wo hätte ich direkt eingesetzt, hätte ich das bei einem abgeschwächten Pokémon machen können. Wäre natürlich viel geiler gewesen. Okay. Ich kann jetzt hier die Attacke raushauen. Problematisch ist halt, dass deine Sofortattacke erstens gut Energie gewinnt und zweitens dann noch fetten Schaden verursacht. Oh, und ich nehme mich nicht. Okay, wenn ich jetzt rausgehe, passiert gar nichts und dann war's das. Okidoki, meine Freunde. Ich werde jetzt hier mit der Teamkonstellation höchstwahrscheinlich auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Also, macht das eventuell nicht nach. So, vielleicht solltet ihr das nicht tun, weil aus irgendeinem Grund hat es nicht so gut funktioniert, was natürlich nicht schön ist, weil ich habe es mir tatsächlich ganz cool vorgestellt. Dann hätte ich aber andere Dinge spielen müssen. Das ist jetzt auch nicht optimal, denn, obwohl, ich mag hinten, oh, du fängst auch noch ab, deine Eisattacken nicht. Und was tue ich jetzt am besten? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat man bei 6 Gift Matschbombe oder bei 7? Ich habe 7 im Kopf gehabt, deswegen bin ich nicht rausgegangen. Och Mann. Okay, das heißt 1, 2. Ich würde dann jetzt einfach das hier einsetzen, um dich zu besiegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das der cleverste Schachzug war. Aber wir machen das jetzt einfach. Okay, du bist weg vom Fenster. Das bedeutet, kommt Valreiser wieder rein? Ja, tut es. Und wir setzen dann einfach mal unseren Move ein. Die Frage ist, würdest du jetzt gerne eine Mondgewalt fressen? Oder denkst du dir, hey, juckt mich nicht, kann ich durchlassen? Du entscheidest dich dazu.
ist ja dasselbe gewesen. Mundgewalt fressen oder juckt mich nicht, ne? Ist ja eigentlich dasselbe. Ich bin, ihr wisst Bescheid, ich gehe raus. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schaffe vor dir meine Attacke, was natürlich gut ist. Denn ich will ja hier. Hey, 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 hey. Ach so, nein, ich will nur auf großartig gehen. Natürlich. Oh, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Habt ihr gesehen, wie dumm das ist? Selbstverständlich möchte ich dort nicht auf einfach fabelhaft, weil ich will ja auch nicht mehr Schaden verursachen, als ich tatsächlich benötige. Ja, absoluter Bullshit. Ist das ein Fokusstoß? Der würde mich one-shotten. Mich und meine ganze Regie-Rock-Familie. Finsterfaust, kann ich überleben? Hast du den nächsten? Du hast den nächsten, finde ich gut, weil dann farmst du mich einfach. Aber dann kann ich dich einfach farmen, so rum. Und dann würde ich dich tatsächlich drüben, glaube ich, mit Serpi Royal runtergefarmt kriegen. Ist das richtig? 1, 2, 3. Jetzt flexmäßig fangen wir einfach nochmal die Attacke ab. Es ist weder nötig, noch hätte es jetzt sein gemusst, aber wir tun es einfach. Wir tun es einfach. Ich habe ein Schild, ich kann nicht einfach farmen. Hätte ich auch vorher, glaube ich, geschafft. Aber jetzt sah es natürlich nochmal schöner aus. Das heißt, nochmal kurz gezeigt, hey, irgendeine Sache kann man ja doch nochmal machen. Ne? Kann ich ja doch nochmal zeigen, irgendwas. Egal, schon wieder, ne? 2 gewonnen, 3 verloren. Zumindest gewinnen wir 2 Kämpfchen. Hey, das war der andere Teil, ne? Jetzt gleich in der Meisterliga. Hoffentlich funktioniert es dort besser. Ich bin sehr gespannt. Ich bin guter Dinge, dass das jetzt hier in der Meisterliga vielleicht noch mal ein bisschen besser klappt. Das ist das Team, womit ich in der letzten Meisterliga-Rotation den ein oder anderen Win holen konnte. Und das war eigentlich auch die Inspiration für dieses ganze Format, weil ich habe das Team gesehen und dachte mir, hey, so die Typen kannst du eigentlich überall nutzen. Warum machst du da nicht einfach Format draus? Ja, und hier bin ich. Der Typ, der 4 Kämpfe gewinnt und 6 verliert, befindet sich jetzt hier. Das Ding mag ich nicht, ne? Mein gesamtes Team hat da hinten nicht unbedingt Bock drauf, dagegen zu kämpfen. Das ist gar nicht so geil. Von daher weiß ich noch gar nicht zu 100%, wie ich das jetzt machen möchte. Ich tappe da noch etwas im Dunkeln, aber egal. Wir lotsen uns jetzt hier einfach durch, ne? Wir probieren es. Oh, ich habe keine Wahl, du machst so viel Schaden mit deinen Attacken, was ich eigentlich mega nervig finde. Ich habe ja auch mit Rankenhieb die Möglichkeit, sehr effektiven Schaden zu verursachen. Aber ist trotzdem doof, weil du halt zu krass Schaden selber verursachst. Weil Charm ist halt mega mies, ne? Tatsächlich muss ich hier drin bleiben, obwohl ich sogar in der Backline noch eine doppelte Kampfschwäche habe. Von daher schaffe ich hier leider nicht mal den Knuddler, was aber auch okay ist. Weil ich kriege jetzt hier nochmal den Move raus und der verursacht nochmal etwas Schaden. Geht er blind auf die Haubitze, weil die kann ich auf meinem Dings tanken. Die kann ich hier tanken. Oder ist das jetzt eine Feenattacke, weil dann ist es halt gerippt, dann war es das hiermit. Es ist nur der Move, das ist gut. Weil den hätte ich dann auch dementsprechend nicht schilden wollen. Und hier kann ich jetzt reinkommen, um Schaden zu verursachen. Das ist mega gut für mich eigentlich. Es ist natürlich davon abhängig, ob du ein Fokusstößchen hast oder nicht. Fokusstoß würde wehtun, habe ich absolut keinen Bock drauf. Hast du. Und jetzt müsste ich sogar perfekt farmen können, ohne dass da von dir noch irgendwas kommt. Wenn Primarina reinkommt, wird das tatsächlich besiegt. Au, der Bruder kommt. Okay, du hast vorne eine Pflanzenschwäche und hinten eine Pflanzenschwäche. Alles klar, ich hätte jetzt mega gerne die Möglichkeit gehabt, hier selber ein Erdbeben zu spielen. Das wäre so fett, das würde bei dir reinzwirbeln. Aber die Möglichkeit habe ich leider nicht. Aber ich kann ja auch rausgehen. Ich muss ja jetzt mich hier nicht die ganze Zeit in einem Kampf befinden, auf den ich eigentlich keinen Bock habe. Primarina hat zwar gefarmt ohne Ende, dürfte aber keine Attacke schaffen, richtig? Das heißt, ich hau dich jetzt hier weg und kann 1, 2, den ersten Kampf gewinnen. Ich bin mega happy. Ich bin super zufrieden, dass der erste Kampf hier schon mal an mich geht. Das finde ich gerade echt klasse.
kann man mitnehmen, kann man auch so weiterführen. Ich würde mich freuen. Jetzt hatte ich zwischendurch angepriesen, ja, ich im Sitzen oder wo fahre ich zu schnell, Junge? Ich hatte es zwar angepriesen, dass es in der Meisterliga mal funktioniert hat, es würde mich aber auch echt treffen und jetzt ein bisschen enttäuschen, wenn das jetzt hier nicht mehr funktioniert, ne? Weil das war eigentlich, wie gesagt, die Inspiration für diese Videoidee. Und drei Sets hintereinander, bitte, ey, gewöhnt euch nicht dran. Das ist viel Aufwand für mich und ich glaube auch nicht, dass jeder von euch die Zeit und die Lust hat, sich das komplett reinzuziehen. Ich bezweifle es. Du, dich mag ich ja mittlerweile auch nicht mehr, ne? Na, zwei Pokémon von mir könnte ich nicht leiden. Das Problem ist halt, dass du mich mit einer Stahlattacke eh zerstörst. Du zerstörst mich also so oder so, auch wenn ich abgeschwächt bin. Ich hoffe ja, dass ich deine Finsteraura überleben kann. Deswegen würde ich hier einfach einsetzen und drinbleiben und mal gucken. Finsteraura sollte ich in der Lage sein zu überleben. Stahlgestirn wird mich auf jeden Fall zerstören, hätte es aber vorher schon. Das heißt, ist theoretisch Latte. Ich habe hier eine Bombenantwort gegen dich. Problematisch ist halt nur, dass es erstmal hängt wieder und dass du so viel Energie hast. Normalerweise verursache ich hier echt gut Damage, aber jetzt ist die Ausgangssituation nicht die schönste. Komm, wir setzen einfach mal ein. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich hier dann komplett drin bleibe oder ob ich gleich was versuche mit Katapult, weil es ein bisschen mehr Damage verursacht. Du gehst schon mal drauf. Die Frage ist, okay, ja, Wechsel, ja, mein Gott, Wechsel wäre... Es wäre unheimlich wichtig gewesen, die Führung zu holen. Weil dann hätte... Ey, das wäre zu wichtig. Dein Ho-Oh kassiert durch meine Gesteinsattacken doppelten Schaden, weil beide Typen schwach sind. Und dein Rihonio kassiert von meinem Zarude doppelten Schaden, weil dort beide Typen schwach sind gegen meinen Pflanzenmove. Das wäre zu geil gewesen. Sharpens, ne? Sharpens, shit happens. Sollte einfach nicht passieren. Ah, miesen. Aber das geht tatsächlich auch. Du verursachst Schaden mit deinen Sofortattacken, ich leider nicht. Aber ich habe ja einen Move, der gegen dich auch noch sehr effektiv ist. Problematisch ist halt nur, dass du schon Schaden verursachst mit deinem Felswerfer. Ich bin durchaus gewillt, das zu schilden, weil ich schaffe sonst keine zwei Attacken gegen dich. Soll ich mal versuchen zu ködern? Oder lohnt sich das nicht, weil er sich denkt, oh, ich kann einen Attacke überleben, lasse ich einfach durch, danach ist er eh abgeschwächt. Hohoho. Mal gucken, er denkt so. Ärgerlich. Das heißt 1, 2, 3, 4. Komm, ich setze ein, obwohl es ein mega doofes Timing ist. Ich will aber einsetzen, bevor er wieder was macht, ne? Ich weiß nicht, wann er jetzt seine Attacke gehabt hätte. Jetzt tut er so. Okay, das ist okay. Ich kann es durchlassen, ich gehe drauf. Und dann komme ich einfach ganz entspannt mit Zarude rein. Ist das der Plan? Wir machen das jetzt so, ne? Weil du bist eigentlich mit die krasseste Antwort gegen mein Despotar. Du schaffst leider noch einen Move. Ich würde es einfach mal durchlassen und riskieren. Ob sich das jetzt rentiert, weiß ich nicht. Es ist zum Glück nur die Breitseite. Okay, jetzt kann ich wieder rausgehen und ich muss gucken, dass ich dein letztes Pokémon besiegt kriege. Das sieht gut aus, meine Freunde. Oh mein Gott. Wer hat dieses Despotar verletzt? Wer hat es so hart gebreakt, dass es hier einfach reinkommt und rasieren will? Ich weiß es nicht. Ich bin aber sehr dankbar über diese Situation. Du hast eine Unnicht-Attacke, ne? Du spielst normalerweise mit Finsteraura und noch irgendwas. Ich weiß aber nicht, was die andere Attacke ist. Ich weiß es nicht. Schattenstrahl. Ist doch eine Geistattacke, ne? Ich brauche mehr Energie, meine Freunde. Energie. Wir brauchen Energie. Schaffe ich da noch die Steinkante oder habe ich mich jetzt hier etwas verkalkuliert? Bin mir nicht sicher. Das hier verursacht halt heftigsten Schaden. Und jetzt müssen wir gucken. Steinkante wird wahrscheinlich nicht zu erreichen sein. Ich hätte doch auf Wirbler gehen müssen, ne? Hätte ich es tun sollen? Ist das jetzt deine nervige Fokusstoßattacke? Unheilschwing, die überlebe ich noch. Perfekt, dann kann ich ganz chillig, bam, die Kante einsetzen. Und wir holen uns trotzdem nochmal einen Kampf. Das heißt, ein gewonnen, ein verloren, ein gewonnen. Wir haben schon mal unsere zwei Wins, die wir auch in den Sets davor hatten.
Das heißt, ich kann jetzt nochmal locker flockig 2 Kämpfe verlieren, einfach nur um den Schnitt halten zu können. Das machen wir nicht. Das klingt doch nach einem Plan. Ah, herrlich. Nein, natürlich nicht. Absolut nicht. Wir wollen ja jetzt auch nochmal gewinnen. Ich will ja zumindest mal positiv rauskommen. Es wäre ja geil, wenn ich es schaffe, 2 zu gewinnen. Das wäre richtig fett, damit ich einfach die Punkte, die ich in den 2 Sets davor verloren habe, mir wieder zurückholen kann. Das wäre eigentlich richtig cool. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Ich würde mich natürlich mega darüber freuen, aber versprechen kann man dann hier auch nichts. Von daher, das ist okay, wenn man überlegt, dass Despota da nicht rein will. Ich habe zwar natürlich eine fette Antwort gegen dich, aber Despota will nicht. Ne? Das heißt, wir sind jetzt bei 7, 8, 9 und setzen bei 10 ein, denn wollen auch keine Züge unbedingt herschenken. Ah, schwierig, ne? Schwierig. Was machen wir am besten? Du schildest. Hast Angst vor einem Stromstoß. Kann ich nachvollziehen. Wenn ich später mit Saruda reinkomme, dann habe ich tatsächlich Angst vor einem Blizzard. Muss ich ja mal gestehen. Eins, guck mal, jetzt gehe ich hier, bam, nochmal auf den Move, weil der verursacht zum Glück nochmal etwas Schaden. Ich bekomme höchstwahrscheinlich kein Schild von dir. Du hast heute kein... Oh, perfekt. Du hast doch noch eine Rose für mich. Supi. 1, 2, 3, 4, 5. Du gehst raus. Okay, gar nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche aber noch mein Dings. Zarude brauche ich tatsächlich noch. Wie viel Schaden mache ich hier? Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche diesen Bruder hier noch. Das Gute ist, dass du nicht unbedingt so krass viel Schaden mit deinen Sofortattacken verursachst. Ich traue mich aber auch nicht rauszugehen. 1, 2, 3, 4. Ich traue mich nicht rauszugehen, denn ich will später nicht in Kyogre gefangen sein, ohne Energie zu haben. Das heißt, dich kann ich jetzt erstmal hier besiegen und habe noch ein bisschen Restenergie. Oh, 1, 2, 3, das wird nichts. Ich werde den Bruder nicht mehr los. Ich werde ihn leider nicht mehr los. Das ist mega bescheiden. Das ist mega bescheiden. Naturzone kommt. Ich überlebe das mit einem KP, gehe raus. Komme jetzt hier mit rein. Hab aber leider nicht mehr die Möglichkeit, hier was zu reißen. Du solltest nämlich mega viel Energie haben, was absolut Grütze ist. Und das war's dann an der Stelle. Okay, bam. Du hast Strauchler, ne? Spielst du Strauchler oder welche Attacke spielt man da? Du hast irgendwas, was du selbstverständlich vor meiner Steinkante erreichst. 2 oder hier deine Naturzone, das wird leider gar nichts mehr. Okay, ich kann noch positiv rausgehen. Oder wollt ihr mir jetzt ernsthaft alle verklickern, dass das der Kampf des 2-3 ist? Das Video der 2-3 Sets? Bisschen nicht. Matchball. Ein positives Set aus 3 Sets wäre doch ganz geil, oder? Das wäre doch richtig gut. Ihr würdet es mir das doch auch gönnen, oder? Oder wollt ihr jetzt nochmal sehen, wie ich im letzten Kampf vergeige? Ich weiß es nicht. Ich würde euch beides zutrauen. Mr. Cool Hand. Er ist dann wie die Fremde nur kälter, oder was ist dein Plan, Bruder? Ei, Karamba. Das ist auf der einen Seite gut, das Matchup für mich, auf der anderen Seite nicht so gut. Abhängig davon, wie man es spielt. Ich habe tatsächlich Angst vor deiner Pferdestärke, weil der Move drückt ordentlich Damage. Wenn du aber mit Lawine köderst, ist es dann gar nicht so tragisch. Eigentlich müsste ich mal versuchen, auf den Wechsel zu schwitzen. Ich traue mich aber nicht. Weil er outspeedet mich jetzt halt, ne? Weil ich gerade einen Move genommen habe, der so viel Energie benötigt, kann er jetzt hier einfach die Lawine einsetzen. Lawine kommt. Würde ich jetzt gleich... ich setze einfach ein. Oder warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und dann darf der Gegner entscheiden, ob er draufgehen möchte oder ob er noch ein Schild investiert. Vielleicht ist das eine clevere Lösung. Er macht es so. Ich könnte jetzt schilden, nur um den Wechsel zu bekommen. Ich würde es tatsächlich auch einfach machen,
Und ich hoffe, dass er jetzt nicht rausgeht auf den letzten Drücker. Er geht drauf. Ich bin jetzt so krass abgeschwächt. Mehr kann man sich nicht abschwächen. Vier Stufen ist Maximum und das haben wir. Was kommt rein? Okay. Das, meine Freunde, ist gut. Das ist richtig gut. Weil eine Unlichtattacke von mir und du bist einfach weg. So, du machst dann nichts mehr. Weil beide deiner Typen haben keine Lust auf Unlicht. Jetzt kommt hier dein Ult... Wie hieß die Attacke? Zeig nochmal her. Schattenstrahl. Okay. Guck mal, das ist gut, weil jetzt kann ich hier Schaden verursachen. Dein Kraftkoloss tut mir weh. Weiß ich. Ich weiß. Leider ja. Du hast eine Brille. Du hast ein Smoking und eine Brille. Wie cool bist du denn? Schön, dass du dich abschwächst. Jetzt muss ich mir hier 2, 3 Energie holen. Einsetzen. Du bist abgeschwächt. Das sollte theoretisch ausreichen, um dich zu besiegen durch die Abschwächung. Dann machen wir jetzt noch einen Move. Drücken deinem Bruder hier die Attacke. Und der ist halt durch beide Typen anfällig dagegen, weshalb ich diesen Fluch gebrochen habe und hier dann tatsächlich nochmal mit einem positiven Set das Video beenden darf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie schön ist das denn? Es hat echt 3 Sets gedauert, um diese Misere zu überwinden und dann doch nochmal positiv zu gehen. Und ich hoffe aus irgendeinem Grund, dass euch dieses Video gefallen hat. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, falls irgendeiner sich das komplett reingezogen hat. Würde mich einfach mal interessieren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, die Videoidee. Wäre cool, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.